Der Oppositionsführer hat nicht an Kritik gespart. Olaf Scholz ist äußerst energisch darauf eingegangen. Und hier bei mir im Set begrüße ich jetzt Rolf Mützenich. Er ist der SPD-Fraktionschef. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Herr Mützenich. Guten Tag. Herr Mützenich, wir haben den hanseatisch kühlen Kopf von Olaf Scholz heute sehr erhitzt gesehen. Vielleicht auch, weil Friedrich Merz ab und zu den Finger in eine Wunde gelegt hat, die man nicht leugnen kann. Nein, ich glaube nicht. Es geht hier nicht um Wunden, in denen man noch vielleicht den Finger spürt, sondern es geht letztlich darum, dass es irgendwann auch, glaube ich, einem Hanseaten zu viel wird, was an Sprücheklopferei und auch an wenig Seriosität in den Worten des Oppositionsführers ist. Ich glaube, beide schätzen sich, aber es geht jetzt darum, dass dieses Land Stabilität braucht und dass letztlich eben nicht jeden Tag große Verunsicherungen sind. Und deswegen war es gut, dass der Bundeskanzler das hier mal zurechtgerückt hat. Schauen wir auf die einzelnen Kritikpunkte. Das Entlastungspaket, das sei nicht weitreichend genug und würde die Wirtschaft nicht berücksichtigen. Und die Wirtschaft ist ja in der Tat nicht berücksichtigt. Muss da ein viertes Entlastungspaket dann kommen? Natürlich ist die Wirtschaft berücksichtigt, weil wir weiterhin auch den Schutzschirm aufrechterhalten wollen. Es gibt viele weitere auch unterschiedliche Möglichkeiten aus dem Staatshaushalt, aber auch von den Ländern. Die sind ja genauso gefordert, auch CDU-regierte und CSU-regierte Länder, hier Unternehmen, aber auch Handwerksbetrieben zu helfen. Und ich habe auch gerade für die SPD-Fraktion angekündigt, da wo Nachbesserungsbedarf ist, werden wir den auch geben, sowohl aus dem Haushalt. Und niemand der drei Koalitionsparteien hat ausgeschlossen, dass das letzte Entlastungspaket ist. Wer weiß, wie diese Krise sich entwickelt, wie stark die Rezession auch noch in Europa eingreifen wird. Und deswegen werden wir jetzt ganz konkret das liefern, was mit dem 65-Milliarden-Paket verknüpft ist. Um die Energiesicherheit gewährleisten zu können, brauche man aber die Atomkraft. Das sagt nicht nur die Opposition, das sagt auch die FDP. Und die FDP sagt auch, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also wird da vielleicht doch noch gerüttelt an den Vorstellungen, die Robert Habeck am Montag präsentiert hat? Und dass der Wirtschaftsminister jetzt ein Gutachten in letztlich Schritte umsetzt, und die sind möglicherweise notwendig, das leugnet ja auch Herr Habeck überhaupt nicht, auch diese zwei Meiler dann auf der Strecke zu strecken, wie wir denn eben auch sagen würden, da besteht gar kein Dissens. Es geht jetzt darum, bereits jetzt Entscheidungen für andere zu treffen, nämlich plötzlich die Laufzeiten wieder zu verändern. Und da sehen wir ja Konservative, die auf der einen Seite das fordern, wie der bayerische Ministerpräsident Söder, aber überhaupt nicht sagt, wie wollen wir später diese Brennstäbe auch sicher lagern für nachfolgende Generationen. Und diese Verantwortung für Generationen, darum geht es zurzeit. Wir wollen nicht eben rückwärts schauen, sondern wir wollen darauf schauen, was die konkrete Alternative ist. Und deswegen erneuerbare Energien, auch den Versuch, eben Stromkonzerne abzuschöpfen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern diese Gewinne auch unmittelbar zu geben, indem wir auch den Strompreis deckeln. Das sind die richtigen Wege und ich glaube, da gibt es keinen Dissens in der Koalition. Das heißt aber, der Streckbetrieb wäre durchaus noch denkbar, weil aktuell ist es ja nur ein Standby, ein Reservebetrieb. Ja, ich glaube, das hat ja nun niemand verneint. Wenn die Situation eben in den Winter hinein so ist, dass wir strecken müssen, dann hat auch letztlich der Wirtschaftsminister das nicht ausgeschlossen. Aber ich finde es sehr verantwortlich, diesen Weg so zu gehen, nicht schon wieder den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg hier zu provozieren, sondern einen klaren Weg für eben die unterschiedlichen Energieformen in Deutschland zu gehen. Und da kommt es sehr stark darauf an, erneuerbare Energien noch stärker zu fördern. Und das ist auch die Aufgabe des Wirtschaftsministers. Das wird aber bis April nicht funktionieren, also auch ein potenzieller Streckbetrieb über den April hinaus? Nun, ich sehe, dass wir diese Kernkraftwerke offensichtlich schon außerhalb der sicherheitsrelevanten Kriterien, die jetzt vor 13 Jahren das letzte Mal geprüft worden sind, zumindest sind das die Informationen, die mir vorliegen, und die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere im Umfeld auch dieser Kernkraftwerke, aber auch in Europa insgesamt, sind auf die Sicherheit von solchen Meilern angewiesen, und das muss der Bundeswirtschaftsminister genauso betrachten. Das war jetzt also kein klares Nein zu der Frage über den April hinaus, ja oder nein. Lassen Sie uns ganz kurz aber noch auf den Auftritt gestern von Robert Habeck schauen. Er ist jetzt stark in die Kritik geraten. Der Bundeswirtschaftsminister hat ja wirklich nicht ganz verstanden, was Insolvenz ist, was Insolvenz
bedeutet, eine Bäckerei, die keine Brötchen verkauft, muss aber keine Insolvenz anmelden? Nein, das ist ja dummes Zeug, was da behauptet wird. Ich finde, langsam ist auch ein Maß überschritten in der Kritik. Solche Kolleginnen und Kollegen, die auf der Regierungsbank eben bis zu 18 Stunden in einer existenziellen Krise und wir am Wochenende haben ja nun wirklich lange getagt, manchmal eben auch nicht die richtigen Worte finden, aber natürlich wissen, um was es geht. Das kann man dem Wirtschaftsminister überhaupt nicht absprechen und da muss er verteidigt werden und deswegen auch die klaren Worte des Bundeskanzlers. Rolf Mützenich, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Also, da wird der Wirtschaftsminister in Schutz genommen und wir alle hoffen natürlich auch, dass der Bundeswirtschaftsminister sehr wohl versteht, was Insolvenz bedeutet.